Okay. Die piekst mich gerade tot. Okay, so kann ich mich zurückziehen. Kann erstmal alles triggern, was ich gerade töten, was ich gerade getriggert habe. Okay. Der Text da unten nervt mich übrigens auch immer noch die ganze Zeit mit dem respawnenden Insekten. Ich hätte eigentlich gern einen Zauber, der die Mana-Regeneration erhöht. Das wäre nett gewesen. Ja, und nervt langsam wiederum. Wir werden bald verschwinden, perishen. Ah, ihr Spaß für dich. So, das warst du. Es fehlt nur noch dieses Flattervieh hier. Ja, das Flattervieh ist nervig.
Au, wow. Aber hier können wir gegen Skills. Und im Gegensatz zu dem anderen Viehzeug nimmt es auch Schaden. Okay. Das heißt, wir haben nur noch da drüben. Nein, nicht so, sondern so. Ich höre euch, ja, ich sehe euch. Ups. Da kann ich kurz warten. Die tauchen zum Glück schnell wieder auf, sobald sie einmal eingefroren sind. Oder sie tauchen erst auf, wenn ihr Einfrierer tot ist. So war das. Die tauchen auf, wenn ihr Einfrierer tot ist. Ich muss sagen, in diesem Stockwerk komme ich ein bisschen besser voran als in den letzten beiden. Meine Befürchtung ist jedoch, dass es mit jedem Stockwerk schwieriger wird. Und wir sind ja erst auf dem wievielten Stockwerk. Könnte ich wieder ein paar Rätselstockwerke kommen oder ein Stockwerk mit einem Watcher oder vielleicht höchstens zwei Watchern? Die würde ich schaffen. Oh, hi. Der Einzelkämpfer hier. Der Einzelkämpfer ging. Oh.
Wenn ich das betätige, dann geht das hier auf und zu, ja. Okay, du bist tatsächlich untot. Du bist aber nicht mal immun wie die anderen Untoten. Du bist einfach nur lästig. Gut. Wenn ich hier drauf gehe, spawnt noch nichts. Ach so, so kann ich mich dann wegporten, oder? Guck erstmal, was ich hier so finde. In der Richtung ist nichts. In der Richtung wird auch nichts sein, oder? Nein. Und in der Richtung auch nicht. Hä? Nein, das heißt, ich kann mich nur in die Richtung shiften. Gut. Wieder zu meinem Fluchtweg zurückkehren. Schlafen und speichern. Und da können wir uns noch einen Fitzelmoment hier umgucken. Oder ich raste jetzt einfach hoch und speichere, mache einen Cut. Das wäre auch die Möglichkeit. Das hier ist jetzt gerade wieder auf jeden Fall sehr anstrengend. Na gut, ich habe den Quicksave gemacht. Ich kann mich ja wenigstens kurz gucken, welche Türen jetzt zu auf und zu gegangen sind. Also die Tür ist noch zu. Das ist okay soweit. Die Tür ist auch zu. Die Falltür ist halt offen. Die hier ist noch zu. Hier geht's weiter, okay. Die ist noch offen. Die da wäre zu. Die führt auch zu diesem Hebel. Aber ich denke mal, wenn ich auf diesen Hebel oder diesen Hebel oder diesen Hebel trete, dann spawnt die Hölle. Okay. Ich gehe einen Hebel nach dem anderen durch. Ich habe auf jeden Fall hier einen Zugang. Von hier aus. Das heißt, wenn ich wieder runterfall, komme ich einfach hier hoch. Ja, das wird das Beste sein. So, aber jetzt gibt es erstmal einen Cut. Also, bis nachher.